einen Blick hinter die Kulissen werfen. In Münchens noblem Vorort Grünwald, in einem Traumhaus mit sonnendurchfluteter Wohnhalle und Marmorbad mit Unterwassermassage, lebt sie, die Hitkönigin Sandra. Sie besitzt 8 Spiegelkleiderschränke, vollgepfropft mit den schicksten Klamotten, die ihr von einer eigenen Kostümbildnerin entworfen werden. Sie hat ihre eigene Friseuse und teilt sich das Haus mit ihrem Lebensgefährten Michael Cretou, der im Keller ein eigenes Tonstudio betreibt. Sowie mit Hund Sascha. Bleiben da eigentlich noch Wünsche offen? Ich bin im Moment, das wird mir zwar keiner glauben, aber ich bin wunschlos glücklich. Jetzt bin ich eigentlich schon die letzten 4 Jahre. Es war immer ein Wunsch von mir, erfolgreich zu sein. Und das bin ich jetzt und ich bin wunschlos glücklich. Erfolg hat sie wirklich, das beweisen die zahlreichen goldenen Schallplatten an den Wänden, die sie aus vielen Ländern erhalten hat. Auch die Beliebtheitstrophäen und ihre Konzerte, wie hier zum Beispiel in Nürnberg. Ausverkauftes Haus und 5000 jubelnde Fans. Die schöne Sandra auch bei den Fotografen ist, zeigt sich immer dann, wenn sie sich in der Öffentlichkeit sehen lässt. Dann muss sie oft stundenlang posieren. Nervt sie das eigentlich? Nein, es ist mein Job. Ich mache es gerne. Es gehört auch irgendwo dazu. Und ich freue mich immer darauf. Sie hat auch Grund, sich darauf zu freuen. Zwar rücken die Fotografen ihr oft ganz schön nah auf die Pelle, aber wenn das Fernsehen dabei ist, kommt meistens Freude auf. Der Kameramann kauft schon mal ein lustiges Eis, weil es fürs Bild so schön ist, oder mietet ein heißes Motorboot. Und dann darf sie schon mal, wie hier, über den Genfer See brausen. Wo immer Sandra auftaucht, ist sie sofort von Fans umlagert. Kann sie eigentlich verstehen, dass ihre Fans alles von ihr wissen wollen, auch Privates? Ja, das kann ich absolut verstehen. Nur die Fans müssen auch mich in gewisser Weise verstehen, dass ich auch ein spezielles Privatleben haben möchte, weil ich halt mit der Musik lebe und immer mit der Musik zu tun habe und ständig halt unterwegs bin, immer in der Öffentlichkeit stehe, für die Fans praktisch. Und wenn ich dann mal 2, 3 Tage zu Hause bin, dann möchte ich das ganz alleine für mich genießen. Und ich glaube, dass die Fans das dann auch verstehen. Für viele Fans ist Sandra ein Idol. Hatte sie früher selbst auch Idole? Na, richtige Idole hatte ich eigentlich nie. Niemand, den sie richtig angehimmelt hat?
Nee, eigentlich nicht. Ich war viel, viel mehr in die Musik immer verliebt, wie in diese, wie die Person. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich schon eigentlich schon immer noch auf der Bühne stehe, seit meinem 12. Lebensjahr. Und dass ich dann eigentlich zu Künstlern und zu praktisch Kollegen ein ganz anderes Feeling habe, weißt du, ein ganz anderes, wie soll ich sagen, ein ganz anderes Verhältnis. Ich könnte, auch wenn mir jetzt David Bowie begegnet, könnte ich ihn nie anhimmeln und sagen, oh, David Bowie ist da. Ich sehe ihn als einen fantastischen Musiker und fantastischen Schauspieler. Aber man weiß das, aber man reagiert da nicht wie ein Fan, weißt du.